Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal wir jetzt über das Landesanerkennungsgesetz reden. Es ist auch niemand viel mehr Neues eingefallen, übrigens auch mir nicht. Aber ich sage Ihnen mal was, wenn Sie jetzt hier sagen, jetzt geht es in die große Erfolgsgeschichte. Ja, dieses Gesetz ermöglicht vielen Menschen, ihre im Ausland erworbene Qualifikation als gleichwertig anerkennen zu lassen. Das ist ein Erfolg, auch beim Bundesgesetz. Dieses Gesetz grenzt aber gleichzeitig, ebenso wie das Bundesgesetz, Menschen aus. Und zwar die Menschen, Frau Kahlefeld hat es beschrieben, die keinen Anspruch haben auf Leistungen. Und im Übrigen auch die Angehörigen derjenigen, die keinen Anspruch haben auf Leistung. Und auch die Erfahrung der Bundesländer und auch des Bundesgesetzes zeigen, es gibt Menschen, die finanzielle Unterstützung brauchen. Und lieber Herr Drecker, finanzielle Unterstützung, Ihr warmer Händedruck und Ihre netten Worte, die wir heute von Ihnen gehört haben, okay, mit ein bisschen nationalistischen Touch, aber das wird die Menschen nicht weiterbringen. Die Opposition hat Ihnen entsprechende Änderungsvorschläge gemacht. Die haben Sie wie immer abgelehnt. Bis zum Schluss haben Sie sich geweigert, finanzielle Hilfe bereitzustellen. Und das ist tatsächlich eine ganz bittere Pille. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Drecker, wir geben doch kein Geld sinnlos aus, dann verstehe ich das nicht. Weil mit einem Stipendienprogramm ist natürlich gemeint, dass jemand kommt und dann auch darlegen muss, dass er oder sie die entsprechende Hilfe braucht. Dieses Geld wird nicht automatisch ausgegeben, sondern dieses Geld wird bereitgestellt für Menschen, die darauf angewiesen sind. Das wollen Sie nicht. Das wollen Sie nicht und Sie sagen gleichzeitig, also eben haben Sie gesagt, man weiß es nicht, aber im Ausschuss haben Sie gesagt, Sie gehen davon aus, dass das ganz wenige Menschen betrifft. Und dann verstehe ich noch weniger, dass Sie nicht bereit sind, diesem Kreise von Menschen, die hier teilweise über Jahrzehnte leben, unterqualifiziert beschäftigt sind, in miesen Jobs, zu miesen Arbeitsbedingungen, zu miesen Geld, dass sie nicht bereit sind, diesen Menschen zu helfen, wie Sie immer sagen, dass sie ihre Leistung erbringen. Die einzigen, die hier ihre Leistung nicht erbracht haben bei diesem Gesetz, das war die Koalition. Und es ist so unglaublich schäbig, dass sie diese paar Kröten nicht bereitgestellt haben. Und es ist unglaublich schäbig, wenn Sie sich jetzt hier hinsetzen und sagen, die Menschen, die Hilfe brauchen, die sollen das sagen und dann helfen wir ihnen. Frau Becker, Entschuldigung, wenn jemand zum IQ-Netzwerk geht und sagt, ich kann mir das gar nicht leisten. Die Situation haben wir ja jetzt schon mit dem Bundesgesetz. Da gab es an keiner Stelle irgendeine Beratungsstelle, die sagt, kein Problem, wie viel Geld brauchen Sie? Hier ist die Kohle. Können die auch gar nicht. Also das ist auch gar nicht Ihre Aufgabe. Das Geld haben Sie auch nicht. Und warum haben Sie das Geld nicht? Weil diese Koalition nicht bereit war, dieses Geld in den Haushalt einzustellen. Und deshalb ist es Verdummung, was Sie hier erzählen. Und das nehme ich Ihnen übel. Denn sagen Sie wenigstens, Sie wollen das Geld nicht bereitstellen. Ach, im Übrigen weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich es gesagt habe, aber weil immer die Frage war, wie werden Sie abstimmen? Wir enthalten uns bei dem Gesetz, weil wir wollen nicht verhindern, dass Menschen ihre Qualifikation anerkennen lassen können. Aber das, was Sie hier ablehnen und dass Sie sich weigern, ein Stipendienprogramm aufzulegen, dem werden wir nicht zustimmen. Deshalb enthalten wir uns.